Halo, gude na Benderu, ječe dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo malo vežbati nemački na jedan nivou, ali možda malo jače A1. Dakle, u pitanju je i prezent i perfekat i neko spajanje imenice i glagola. Dakle, morate da budete aktivni. U pitanju je test, kviz. Dakle, imate po 5 sekundi, po 4-5 sekundi da se vi setite odgovora na svako od tih pitanja. Tako da morate biti aktivni, možda i papir i olovka da se uzmu i da se nešto i zapiše. Ne zaboravite da se pretplatite na video kanal. Ako još uvek niste, to znači da pritisnete dugme subscribe i da lajkujete video ako vam se dopada. Krećemo odmah. Dakle, prvo treba da pogledamo koji glagol može da stoji ovde pored ovih imenica koje su, kao što vidite, u padežu. Brev je pismo. Dea brev. Ovde je den brev. Znači da je u kom padežu? U akuzativu. Dobro. I koji glagol možemo ovde da stavimo pored? Šta obično radimo sa pismom? Den brief, schreiben. Pišemo pismo. Možemo i den brief, lesen. Čitamo pismo. Neko piše, neko ga čita. Den brief, schreiben und den brief, lesen. Ok. Die Reise. Šta se radi sa putovanjem? Kako se kaže putovati, odnosno napraviti putovanje, je li tako? Na nemačkom je die Reise machen. Eine Reise machen. Die Reise machen. Dobro. Den Film. Opet se vidi akuzativ muškog roda. Den Film sehen. Gledati film. Den Film sehen. Das Essen. Jelo. Pripremiti, napraviti, skuvati. Kochen, pripremiti. Vorbereiten oder machen. Das Essen kochen, das Essen vorbereiten, das Essen machen. Okay, die Pizza. Šta možemo sa picom? Naručiti. Essen, pojesti, bestellen, naručiti pizzu, das, die pizza essen, die pizza bestellen, ok. Den Hut, znači akuzativ opet muškog roda, šešir, nositi. Tragen, možemo da ga kupimo, den Hut kaufen, den Hut tragen, ok. Die Tür, vrata. Die Tür otvoriti, zatvoriti. Die Tür schließen. Die Tür öffnen. Das Auto voziti. Fahren. Das Auto fahren. Kupiti. Kaufen. Prodati. Verkaufen. Das Auto fahren. Das Auto kaufen. Das Auto verkaufen. Ok. Kafe. Kafu pravimo ili pijemo. Den kafe. Znači koga šta, akuzativ. Den kafe trinken. Oda kochen. Machen. Skuvati, napraviti, popiti. Kafe. Bestellen. Naručiti. Auch. Dobro. Die Musik. Slušati. Hören. Die Musik hören. Die Zähne, prati zube, die Zähne putzen. Die Zähne putzen. Fußball, Fußball, igrati futbol. Das Fußball spielen. Das Lotto, dobiti na loto, gewinnen. Das Lotto gewinnen. Den roman, opet muški rod, znači neku knjigu, odnosno roman ili napisati ili pročitati. Znači den roman lesen, oda, ako smo šriftštela, onda pišemo den roman schreiben. Schreiben. Und lesen. Ok. Die Geschichte. Priču možemo da ispričamo. Die Geschichte erzählen. Die Geschichte
erzählen. Ins Kino. Ins Kino, u bioskop ići. Ins Kino, znači akuzativ. Ins Kino gehen. Ins Kino gehen. Bei Samsung. Znači, bei raditi kod u nekoj firmi. Bei Samsung arbeiten. Den Urlaub, isto kao i die Reise, napraviti. Znači, den Urlaub machen. Machst du hier Urlaub? Pitam u značenju da li si ovde na odmoru, da li praviš ovde odmor. Machst du hier Urlaub? Nach Berlin, ići putovati, nach Berlin fahren. Nach Berlin fahren. Die Stadt, grad, posjetiti. Besuchen. Die Stadt besuchen. Ein Buch, knjigu pročitati. Ein Buch lesen. Oder kaufen, kupiti. Oder schreiben, napisati. I einen Film, gledati. Sehen. Pizza, smo rekli, bestellen oder machen. I ništa reći. Nichts sagen. Nichts sagen. Ok, dakle, šta smo imali, samo da se podsjetimo. Den Brief schreiben, den Brief lesen, die Reise machen, den Film sehen, das Essen kochen, vorbereiten oder machen, Pizza bestellen oder essen, Hut tragen oder kaufen, die Tür schließen oder öffnen, das Auto fahren, kaufen, verkaufen, den Kaffee trinken, kochen, machen, die Musik hören, die Zähne putzen, das Fußball spielen, das Lotto gewinnen, den Roman lesen oder schreiben, die Geschichte erzählen, ins Kino gehen, bei Samsung arbeiten, den Urlaub machen, nach Berlin fahren, die Stadt besuchen, ein Buch lesen, einen Film lesen, Pizza bestellen und nichts sagen. Okay, sada ćemo te ili slične rečenice da prebacimo u prošlo vreme. Also, ich gehe ins Kino. Idem u bioskop. Glagol gehen je glavni glagol. Ich gehe ins Kino. Kako ćemo reći? Išao sam u bioskop. Razmislite dobro. Imate 4 sekunde. Dakle, prebacimo ovu rečenicu u prošlo vreme. 1, 2, 3, 4. Išao sam u bioskop. Ich bin ins Kino gegangen. Ich bin ins Kino gegangen. Dakle, glagol gehen, glagol kretanja. I kad je u pitanju perfekat prošlo vrijeme, pomoćni glagol je sein. Ich bin gegangen. Dobro, idemo druga rečenica. Wir arbeiten bei, pa bilo koja firma. Wir arbeiten bei Samsung. Mi smo radili. Više ne radimo tamo. 2, 3, 4, može. Wir haben gearbeitet. Znači sad je glagol haben. Wir haben bei Samsung gearbeitet. Dobro. Idemo dalje. Sie schreibt einen Brief. Ona piše pismo. Sie schreibt einen Brief. Kako ćemo reći? Ona je napisala pismo. 1, 2, 3, 4. Sie hat einen Brief geschrieben. Pazite na... Ova dva vokala su se promijenila. Schreiben, geschrieben. Znači, sie schreibt einen Brief, sie hat einen Brief geschrieben. Hat sie eine E-Mail geschrieben? Nein, sie hat keine E-Mail geschrieben. Sie hat einen Brief geschrieben. Okay, idemo dalje. Du spielst Fußball. Nehmen wir den. Du spielst Fußball. Igraš fudbal. Ti si igrao fudbal.
Du. Hast. Du hast Fußball gespielt. Spielen gespielt. Was hast du gespielt? Hast du Fußball gespielt? Ja, ich habe Fußball gespielt. Dobro, idemo dalje. Wir machen den Urlaub. Wir machen hier den Urlaub. Wir machen hier, možemo i bez den. Wir machen hier Urlaub. Ovde smo na odmoru. Wir machen hier Urlaub. Tamo smo bili na odmoru, odnosno, bukvalno će biti tamo smo pravili odbor. Znači, idemo od machen, prošlo vreme. Wir haben den Urlaub gemacht. Wir haben den Urlaub gemacht. Dalje, Sie sehen einen Film. Was machen Sie jetzt? Sie sehen einen Film. Šta radi sada? Gledaju neki film. Sie sehen einen Film. Oni su gledali film. 4 sekunde su prošle. Oni su gledali film. Se kaže, Sie haben einen Film gesehen. Sie haben einen Film gesehen. Jetzt sehen Sie keinen Film, weil Sie einen Film schon gesehen haben. Znači, ne gledaju sad, jer su već gledali. Vi pravite putovanje, vi ste na putovanju. Ihr macht eine Reise. Ihr macht eine Reise. Vi ste već napravili putovanje. Znači, prošlo vreme nam treba od machen. Ihr macht eine Reise u prošlom vremenu. Ihr habt eine Reise schon gemacht. Ihr habt eine Reise gemacht. Fragt das Kind. Pita dete nešto. Fragt das Kind. Ne, ne pita, već ga je pitao. On je već pitao dete. Hat das Kind schon gefragt. Hat das Kind schon gefragt. Ich fahre nach Hamburg. Znači, idem, vozim ka Hamburgu. Glagol fahren. Vozio sam. Kako ćemo reći vozio sam? Znači, fahren, gehen, reisen. Kommen, ankommen, glagoli kretanja. Ich bin nach Hamburg schon gefahren. Ich bin nach Hamburg gefahren. Ich schwimme jeden Tag. Ja plivam svaki dan. Kako ću da kažem, plivao sam prošlog leta. Schwimmen, kao schwimmen, može da se uzme sa zajedno ili sa haben, kao kretanje ili ne kretanje. Ako plivamo od tačke A do tačke B, onda ide sa zajedno. Stavit ćemo ga sa zajedno. Znači, ich bin geschwommen. Ich bin geschwommen. Schwimmen, geschwommen. Sie zeigt ihm die Stadt. Ona pokazuje njemu grad. Sie zeigt ihm die Stadt. Ona mu je pokazala grad. Sie hat ihm die Stadt gezeigt. Sie hat ihm die Stadt gezeigt. Fährt nach Köln. On ide vozi za Köln. Fährt nach Köln. Sad ćete se fahren, kretanje. Ist nach Köln gefahren. Fährt. Ist gefahren. Vozio je već. Ich lese ein Buch. Čitam knjigu. Čitao sam knjigu. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Wir sehen einen Film. Gledamo film. Gledali smo film. Wir haben einen Film
Gesehen. Sehen, gesehen. Sie öffnet die Tür. Und öffnet die Brata. Und öffnet die Brata. Sie hat die Tür geöffnet. Sie hat die Tür geöffnet. Das Kind lacht. Das ist mehr. Das Kind hat gelacht. Das Kind lacht. Das Kind hat gelacht. Sie singt ein Lied ohne Perlapesmo. Sie singt ein Lied ohne Perlapesmo. Sie hat ein Lied gesungen. Singen, gesungen. Trinken, getrunken. Sie hat ein Lied gesungen. Ich höre Musik, слушаю музыку, слушался. Ich habe die Musik gehört. Ich habe die Musik gehört. Wir reisen oft. Mi često putujemo. Wir reisen oft. Reisen, kretanje. Mi smo često putovali. Wir sind oft gereist. Wir sind oft gereist. Ich helfe der Nachbarin. Pomažem komšinici. Ich helfe der Nachbarin. Ich habe der Nachbarin. Znači kome čemu? Ovo je die Nachbarin. Imenica ženskog roda u dativu. Kome komšinici? Ich habe der Nachbarin geholfen. Helfen, geholfen. Sie bestellt eine Pizza. Naručuje pizzu. Ona je naručila pizzu. Sie hat eine Pizza bestellt. Bestellt. Ich gehe zur Uni. Idem na fakultet. Krećem se. Ich bin zur Uni. Uni ili Universität. Gehen, gegangen. Ich gehe zur Uni, znači ovdje je zu plus dativ, die Uni, prešu u der Uni u dativu. Ich gehe zur Uni, ich bin zur Uni gegangen. Und sie sagt nichts. Ona ništa ne kaže, sie sagt nichts, ništa nije rekla. Sie hat nichts gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat nichts gesagt. Mislim da je to posljedno. Jeste. Ok. To je to za večeras. Vidimo se. Tschüss.